In Deutschland ist es ja nicht Pflicht, eine Vollnarkose vorzunehmen. Ich habe verstanden, in der Schweiz ist es Pflicht. Warum machen wir das nicht? In Deutschland ist es auch üblich, dass bei einer Organspende beim Hirntoten ein Anästhesist immer anwesend ist. Denn auch in dieser Situation ist es ja so, dass der hirntote Organismus mit Sauerstoff versorgt werden muss, der Kreislauf muss aufrechterhalten werden, also alles Aufgaben, die ein Anästhesist auch beim Lebenden hat. Die Frage, die Sie ansprechen, ist vermutlich die, kann der Hirntote noch etwas spüren, wenn die Organe entnommen werden? Oder ist das nicht so etwas wie Vivisektion, Organentnahme beim Lebenden und damit schrecklich? Beim Hirntod ist es so, dass das Gehirn nicht mehr von sauerstoffreichem Blut und überhaupt nicht mehr von Blut versorgt wird und deswegen auch keine zentrale Empfindung da ist. Ich vergleiche das immer so, viele von uns haben ja die Alltagserfahrung, dass sie schon mal das Bewusstsein verloren haben, ihnen schwarz vor Augen geworden ist. In dem Moment verspüren sie auch keine Schmerzen, wenn sie fallen. Die Schmerzen kommen erst dann nach dem Aufwachen wieder. Und das ist ja auch so, wie bei einer Synkope, wo das Gehirn nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgt ist, also einem Ohnmachtsanfall, ist man in dem Moment der Ohnmacht schmerzfrei, erst wenn man wieder aufwacht. Der Hirntote wacht nicht wieder auf. Also meine Frage kommt daher, dass es immer mal wieder Geschichten gibt von Angehörigen, die dann hinterher den Toten gesehen haben nach einer Organtransplantation und gesagt haben, das war ein schrecklicher Anblick, der war schmerzverzerrt. Lässt sich dieses schmerzverzerrte Gesicht und so vermeiden durch eine Vollnarkose? Also es ist ja schon so, dass wie bei einer Vollnarkose auch eine Beatmung des Organismus stattfindet. Es ist nicht so, dass Schmerzmittel gegeben werden. Es ist auch so, dass schon Mittel gegeben werden, die die Muskulatur entspannen. Denn der Körper hat Eigenreflexe, auch wenn das Hirn abgestorben ist. Und das erleichtert dem Chirurgen die Arbeit, hat aber keinen Einfluss auf Bewusstsein, was in diesem Moment sowieso nicht vorhanden ist. Der Tod hat viele Gesichter. Und die meisten von uns heute haben keine Alltagserfahrung mehr, wie der Tod aussieht. Der Tod ist nicht immer so, wie wir das im Fernsehen sehen. Dass unsere Liebsten dann friedvoll einschlafen, vielleicht noch mit einem Lächeln auf dem Gesicht und die Augen schließen. Sondern je nachdem, was die Umstände sind, ist der Gesichtsausdruck ein anderer. Und auch die eintretende Leichenstarre kann den Gesichtsausdruck verändern. Ich glaube, das sind einfach Dinge, wo auch falsche Vorstellungen davon bei Menschen vorhanden sind, wie der Tod auszusehen hat. Früher war es ja durchaus üblich, dass in der Mehrzahl der Fälle zu Hause gestorben wurde. Und es gab Rituale, dass kleine Kinder dann dem Großvater nochmal in den kalten Zeh reinbeißen sollten, damit sie wissen, wie das ist, dass er nun wirklich nicht mehr lebt und ganz kalt ist. Wer hat heute noch diese Erfahrung? Der ist Ihnen ja sicher der Bericht bekannt, der President's Council on Bioethics in den USA, White Paper, wo dann verschiedene Fälle berichtet werden, wo dann als Hirntod diagnostizierte sogar wieder sozusagen ins Leben zurückgekehrt sind. Und weil ich selber durchaus das Hirntodkriterium als ein valides Kriterium für den Tod des Menschen ansehe, aber als Ethiker wird man dann natürlich angegriffen, habe ich mich mal kundig gemacht und festgestellt in der Literatur, gerade in amerikanischen Fachzeitschriften, dass es dort keine einheitlichen Richtlinien gegeben hat, den Hirntod als solchen festzustellen, weil wenn irreversibel die gesamten Hirnfunktionen ausgefallen sein müssen, kann keiner mehr nachher herumlaufen. Also muss es sich dabei um eine Vielzahl, da werden ja über 100 Fälle genannt, von Fehldiagnosen gehandelt haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sicher ist in der Tat die Hirntoddiagnose? Absolut, das ist eine ganz wichtige Frage. Und die ja immer wieder gestellt wird, ist man sicher, dass jemand, der als Hirntod diagnostiziert wurde, nicht in einem anderen Zustand, sodass er wieder zurückkommen kann? Diese Berichte gibt es ja auch aus England. Nun, in England gibt es dieses Hirntodkonzept, so wie bei uns, nicht als diagnostisches Konzept, sondern es ist der Hirnstammtod. Und das ist ein anderes. Bei uns gibt es ja durch die Richtlinien der Bundesärztekammer ein festgelegtes Protokoll, was zwei unabhängige Fachärzte befolgen müssen.
Zuerst mal gehört dazu, dass eine Reihe von Bedingungen nicht zutreffen. Die müssen ausgeschlossen sein, bevor überhaupt der Hund diagnostiziert werden kann. Wichtig dabei ist zum Beispiel, es dürfen keine Medikamente gegeben worden sein, die einen hirntodähnlichen Zustand darstellen können. Es darf keine Unterzuckerung vorliegen. Es darf keine Unterkühlung des Körpers vorliegen. Denn all das sind Umstände, unter denen Zeichen des Hirntodes auftreten können, obwohl kein Hirntod vorliegt. Wenn alle diese Dinge ausgeschaltet sind, und übrigens ist es auch noch unterschiedlich, wie alt der Patient bzw. der Hirntote ist. Bei Kindern gibt es da ganz andere Richtlinien auch über die zeitlichen Abstände zwischen diesen beiden Untersuchungen, als das für den Erwachsenen gilt. Der andere Punkt dann ist, welche Untersuchungen sind zu befolgen. Und da ist es so, dass es in Deutschland ausreicht, von den Richtlinien her, klinische Untersuchungen durchzuführen. Dazu gehört auch zum Beispiel der sogenannte Apnoe-Test. Das ist also, wenn man lang genug wartet und sich der stärkste Antrieb der Eigenatmung, nämlich der Kohlendioxidgehalt in den Lungenbläschen, über einen bestimmten Punkt angestiegen ist. Wenn dann keine Atmung mehr eintritt, kann man davon ausgehen, dass keine zentrale Atemregulation mehr vorhanden ist. Das wird dann alles sehr technisch und man kann noch andere apparative Untersuchungen mit dazu nehmen, um diese Diagnose noch weiter abzusichern. Das ist nicht Pflicht in Deutschland, kann aber sein, dass sich das durchaus ändert. Und Sie haben völlig recht, in den USA gibt es derartige Richtlinien nicht.